Einer meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen ist es, Menschen zu beobachten und dann durch eine Analyse auf gewisse Erkenntnisse zu kommen. Ich mache das nicht nur draußen, irgendwo beim Spazieren, sondern ich mache es auch sehr gerne in meinem Umfeld und rede auch sehr gerne mit Menschen darüber und frage sie, was denkst du, warum du zum Beispiel diese Entscheidung getroffen hast oder warum du jetzt hier bist. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich merke, dass es immer mehr dazu kommt, dass es gewisse Menschen in meinem Umfeld gibt, ich bin jetzt 30, die sich immer wieder neu erfinden, die immer wieder weiterkommen, die es immer wieder schaffen, sich irgendwie ja, aufs nächste Level zu bringen, die einfach, keine Ahnung, die ihr Leben so richtig leben. Und es gibt aber auch Leute, die langsam aber sicher so stagnieren, die aufgehört haben zu wachsen, die aufgehört haben, nach was zu streben, die einfach irgendwie so, ja, sich lieber beklagen oder ihren Job machen und sich damit abgefunden haben zum Teil. Ob das jetzt dann wirklich Akzeptanz oder Toleranz ist, das weiß ich nicht. Aber warum ist es so? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe und die Antwort erfährst du direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Hast du genug von deinem Alltag und willst endlich mehr vom Leben? Träumst du davon, einfach dein Ding zu machen, frei von jeglichen Limits der Gesellschaft, mit Menschen, die genauso denken wie du? Keine Angst mehr zu scheitern und dein Geld mit einer Arbeit verdienen, die dich wirklich erfüllt? Mein Name ist Mischa Janiec und in den letzten 8 Jahren habe ich genau das geschafft und hier auf YouTube dokumentiert. Sprenge auch du deine Ketten, folge deiner wahren Bestimmung im Leben und tu, wofür du geschaffen wurdest. Wie das geht, lernst du hier. Dieser Kanal ist für dich. Alright, bevor ich jetzt das Wort in den Raum werfe, direkt vorab, es ist ein bisschen komplexer. Ich versuche jetzt hier wirklich reinzugehen in die Materie und dir aufzuschlüsseln, woran wir gerade sind hier im 21. Jahrhundert. Weil mit The Chain is Life ist es auch mein Bedürfnis, Menschen dabei zu unterstützen, im 21. Jahrhundert wirklich auch die beste Version ihrer selbst zu werden, ein geiles Leben zu führen. Und es ist nicht mehr ganz so, wie es früher war. Ich sage nicht, dass es schwerer oder einfacher geworden ist. Ich sage nur, es ist anders geworden. Und das Wort, was jetzt in den Raum geworfen wird, ist Neugier. Und zwar nicht ein bisschen Neugier, sondern wirkliche Neugier. Neugier von allem, was da irgendwie draußen ist. Das heißt Neugier, was das Finanzsystem betrifft. Krypto, Biotech, Robotics, AI, Psychedelics. Aber das sind alles so Felder. Die meisten Menschen, die sich jetzt die Zeitung lesen, die haben vielleicht mal einen Artikel darüber gelesen, weil er in der Zeitung gestanden ist, aber die haben sich nie in so ein Thema reingefuchst. Und das ist dort, wo es anfängt, weil wenn du diese Neugier nicht hast, dann wirst du unausweichlich immer mehr stagnieren in deinem Leben. Und warum das so ist, das möchte ich dir jetzt erklären, weil, es ist ganz einfach, im 20. Jahrhundert, also die letzten 100 Jahre, da hatten wir andere Regeln. Das heißt, wir hatten eine kleine Elite von Menschen, die alles gewusst haben, die sozusagen das Wissen hatten, ganz oben, und die es dann so ein bisschen nach unten gegeben haben. Und es war sehr rar, gutes Wissen zu kriegen. Das heißt, es war sehr schwer, an Informationen zu kommen. Und deswegen war die einfachste Sache, die Sachen, die funktionieren, zu emulieren. Deswegen funktioniert auch das Schulsystem so gut, beziehungsweise es hat so gut funktioniert. Das heißt, es war nicht wirklich notwendig, neugierig zu sein und offen zu sein, sondern eher das Gegenteil war wichtig, dass man eine gute Arbeiterbiene war, dass man es schafft, die Sachen, die funktionieren, die irgendjemand da oben für uns bereitstellt, nachzuahmen und damit dann eben auch möglichst hoch in der Hierarchie zu kommen. Das heißt, dadurch, dass das Wissen halt nicht da war, kriegt man das Wissen nur, wenn man halt auch sich hocharbeitet. So war das in der Regel immer. Das heißt, belohnt wurde das Nachmachen, das Emulieren, oder in einer Fabrik arbeiten, möglichst lange und möglichst tüchtig oder irgendwelche Sachen halt auch replizieren, aber nicht dieses Hinterfragen. Und deswegen ecken dann so Leute wie ich auch in der Schule an, weil wir haben natürlich, also ich persönlich habe es immer so gemacht, dass alles, was für mich keinen Sinn macht, habe ich halt hinterfragt. Da haben wir auch schon etliche Podcasts darüber gemacht mit Kindheitsforscher, die auch sagen, dass eben jetzt zum Beispiel das Schulsystem komplett mal eine Reform bräuchte. Und heute werden diese Fähigkeiten, die wir früher gebraucht haben, ja immer mehr und mehr geoutsourced oder sogar automatisiert. Das heißt, alles, und jetzt kommen wir zu einem Term, der nennt sich Below the API von Peter Reinhardt, heißt der Typ, der hat das mal vor ein paar Jahren gesagt,
alle die Menschen, die below the API arbeiten, sind dann automatisch eben auch zu dieser Stagnation verflucht, kann man so sagen. API, das nennt man die Kommunikation zwischen Computern und zwischen dir und einem Computer. Das ist diese Schnittstellen von Software zu Software, von Software zu dir, das ist die API. Das heißt, jede Person, die unter dieser API ist, hat in der Regel mehr Mühe, sich heutzutage noch wirklich aus dem System überhaupt auszuklinken. Also das, was ich auch versuche mit The Chain is Life, euch immer wieder zu suggerieren, so hey, geht mal aus dem System raus, guckt es euch mal von außen an. Das kann eine Person, die sehr stark unter der API lebt, gar nicht mehr. Das heißt, gutes Beispiel von Mark Manson, ein Uber-Fahrer. Also ein Uber-Fahrer, der sitzt in seinem Auto und da wird ein Algorithmus den ganzen Tag darüber entscheiden, was der machen muss. Das heißt, ein Uber-Fahrer, der tauscht seine Zeit gegen Geld und ein Algorithmus macht das für ihn ready. Und irgendwann braucht es den Uber-Fahrer auch nicht mehr. Dann haben wir dann nochmal ein anderes Problem. Aber grundsätzlich geht es darum, dass selbst Influencer, also selbst Leute wie mich, oder wenn du jetzt zum Beispiel so ein typischer Influencer bist, der für Produkte werben muss, der immer die neuesten Trends auch so ein bisschen abchecken muss, der wird auch gesteuert von der API. Das heißt, wir haben mittlerweile Algorithmen, die ganz klar messen, über was muss ich jetzt diskutieren, damit ich Klicks kriege. So. Das heißt, früher habe ich es ja auch so gemacht, da war ich dieser Influencer, der immer versucht hat, möglichst ja, die Hypes mitzunehmen. Und irgendwann habe ich mich entschieden zu sagen, scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf den Kack. Und seither bin ich außerhalb der API und merke auch, wie gut es mir tut, weil ich jetzt in der Lage bin, solche Videos zu machen, mir kreative Gedanken zu machen, mich über sehr unkonventionelle Themen Gedanken zu machen, um mich zu informieren, die eben jetzt vielleicht nicht diese Millionen von Klicks kriegen, aber dafür merke ich, wie ich in meinem Leben vorankomme. Mental, emotional, sozial. Und das ist so ein bisschen das Ding. Das heißt, du musst jetzt mal für dich so ein bisschen überprüfen, wie viele deiner Entscheidungen werden heutzutage eigentlich schon von einem Computer gemacht. Gewisse Entscheidungen lohnen sich auch. Also ich zum Beispiel bin froh, dass Google Maps mir hilft, meinen Weg vorzugeben, weil dann muss ich mich nicht mehr darum bemühen, dann habe ich meine Kapazität für anderes. Aber eben, wenn du natürlich in deinem Job nur von einem Computer gesteuert wirst, von einer API, dann kann es sein, dass du irgendwann stagnierst, weil in diesem System, und jetzt kommt das große Ding, bist du dann natürlich auch so wie ein kleines Zahnrad, das funktionieren muss. Und dadurch, dass die API, also die API auch immer steigt, wird es auch immer schwerer, wirklich über der API zu bleiben. Das heißt, für die Gesellschaft ist es richtig geil, oder? Ich kann per Amazon innerhalb von 5 Minuten was bestellen und habe es morgen im Briefkasten. So, für mich, für die Gesellschaft, für die meisten ist das zwar super praktisch, aber du als Individuum wirst dafür bestraft, weil du dann irgendwann einen Job machst, der dir deine Seele fast schon raubt, den du hast und die API natürlich auch in der Lage ist, dir dann die Informationen zu geben, die du in dem Moment brauchst. Also nicht du brauchst, sondern du brauchst, um das zu tun, was du gerade tust. Und jetzt wird es ein bisschen komplex, aber stell dir das mal so vor, wenn du in diesem normalen Hamsterrad bist, so nennt man es ja, dann liest du die Zeitung, du guckst dir die News an und alles am Ende des Tages hat einen ganz spezifischen Grund, um dich genau dort zu halten und dir auch das Gefühl zu geben, dass du genau am richtigen Ort bist. Das heißt, wenn du eben zum Beispiel jetzt die Zeitung liest oder auf Social Media bist, dann wird dir immer genau die Information ausgespielt, die du haben möchtest, die dir ein gutes Gefühl gibt. Und das zementiert dich dann auch so richtig in diese Position, in der du bist. Das heißt, es ist dann auch sehr schwer für dich, alternative Meinungen überhaupt zu hören, weil du ja schon so programmiert wurdest. Da gibt es auch einen sehr guten Film darüber, habe ich auch schon ein Video gemacht, Social Dilemma, kann ich dir auch empfehlen, den mal anzuschauen. Und Mark Manson hat auch einen geilen Satz dazu formuliert, den ich dir jetzt hier mal vorlesen möchte. Ich habe ihn auf Deutsch übersetzt. Und zwar schreibt er zum Beispiel, Menschen, die unter der API leben, fühlen sich als diese wundervolle, einzigartige, hart arbeitende Person. Aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das ausleben, was die Algorithmen bereits für sie bestimmt haben. Und das sagt auch Yuval Noah Harari in seinem Buch, oder? Homo Deus, das habe ich schon vor 5 Jahren gelesen und schon damals habe ich gemerkt, oh shit, krass, oder? Diese Technik, die hilft uns zwar, aber die ist auch genauso daran interessiert, uns als Teil, als wirklich wichtiger Teil ihres Erfolgs genau dort zu halten. Das heißt, wenn du wirklich aussteigen willst, und ich sage jetzt nicht, du musst da irgendwie wie ich um die Welt reisen und an verschiedenen Orten leben und verschiedene Lebensmittelpunkte gründen, nein, das musst du gar nicht. Es geht nur darum, das System mal als Ganzes zu betrachten, es zu verstehen und dann für dich die Entscheidung zu treffen, die dir als Individuum dienen. Und da habe ich ja schon oft gesagt, dass
die Gesellschaft als Ganzes überleben möchte. Das heißt, es geht um Konformität und bei einem Individuum geht es um meine individuelle Wahrheit, um mein individuelles Glück. Und die Gesellschaft will nicht individuelles Glück, sie will möglichst starke Übereinstimmung. Und das ist so ein bisschen der Konsens. Das ist das, was ich herausgefunden habe für mich. Wie gesagt, Mark Manson schreibt zu diesem Thema auch viel. Yuval Noah Harari, das sind so die Leute, denen ich zuhören würde. Vor allem das Buch Homo Deus kann dir sehr helfen. Das werde ich unten mal verlinken. Das ist ein richtig geiles Buch. Und was kannst du jetzt machen? Also neben der Neugier, die du kultivieren musst. Nein, du musst nicht. Du musst nicht. Vielleicht bist du ja zufrieden und du guckst dir dieses Video an, nur weil du neugierig bist. Aber wenn du nicht zufrieden bist, dann werde neugieriger. Guck dir mal die ganzen neuen Sachen an, die passieren. Hey, es gibt Leute, die fliegen jetzt zum Mars, so, weißt du, oder zum Mond zumindest. Das heißt, wir haben Leute wie Elon Musk, die so neugierig sind, was da alles da draußen ist, dass sie sogar zum verdammten Mars fliegen wollen. Und wenn du jetzt sagst, ja, das brauche ich nicht und Krypto brauche ich nicht und mir ist das alles scheißegal, was da passiert, dann lebst du wahrscheinlich dann eben auch sehr schnell in diesem System. Oder du kappst dich komplett ab und wirst zum Aussteiger. Das heißt, du gehst in den Wald und wirst Selbstversorger. Das ist natürlich auch eine Option. Aber für viele Leute ist das natürlich keine Option. Die wollen in der Gesellschaft integriert bleiben. Auch ich bin integriert in der Gesellschaft, würde ich sagen, immer noch. Also auch ich bin jetzt nicht irgendwie so ein Rebell oder ein Anarchist. Ich spiele mit den Regeln, aber ich gucke mir die Regeln genau an und gucke mir auch die Grautöne an. Oder die Grauzonen, wie man so schön sagt. Und ein zweiter Punkt, jetzt kommen wir zu den Grauzonen. Was du auch machen kannst neben Neugier ist, mehr Risiken eingehen. Also Risikomanagement und Risikobereitschaft, das ist etwas, das musst du kultivieren. Und das geht jetzt auch mit diesem letzten Tipp hinher. Du musst es schaffen, dich manchmal auch unwohl zu fühlen. Und das darf auch okay sein. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Selbstakzeptanz, Selbstliebespiel. Aber ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Wenn du es schaffst, mit dir selbst auch dann im Reinen zu sein, wenn es mal unangenehm ist, dann hast du es wirklich geschafft. Weil die meisten Leute, die möchten nur eine Sache vermeiden. Und zwar Discomfort, also unangenehme Gefühle. Und wenn du immer unangenehme Gefühle vermeidest im Hier und Jetzt, dann staust du sie eventuell auf und sie werden dann irgendwann immer schlimmer. Das sind dann die Leute, die mit 60 immer noch arbeiten müssen. So. Weil sie auf die Rente hoffen oder was auch immer. Das heißt, die haben es nie geschafft, Verantwortung zu übernehmen, sich einmal mit einer Sache zu beschäftigen, einmal bewusster zu werden. Das heißt, diese Komfortzone zu verlassen, wie ich es auch in meinem Buch schreibe, es ist unumgänglich heutzutage. Und mit dem meine ich jetzt nicht ein bisschen härter zu arbeiten, sondern Komfortzone verlassen heißt für mich, seinen eigenen Glaubenssatz, seine eigenen Paradigmen, die man sich erstellt hat, die zu hinterfragen, das ganze Leben zu hinterfragen und zu merken, dass alles nur eine Illusion ist am Ende des Tages und du der Schöpfer deines eigenen Lebens werden kannst, aber erst, wenn du das einmal verstanden hast. Und dazu lade ich dich natürlich auch wie immer ein. Du kannst jetzt unten in der Beschreibung den ersten Link anklicken, dir das mal anschauen. Das ist das Chainless Mentoring. Das ist auf 8 Wochen aufgebaut, damit du in 8 Wochen zum Schöpfer deines eigenen Lebens wirst. Dass du dein Leben selbst in der Hand hast, dein Geld mit einer Sache verdienst, die dir auch wirklich Spaß macht, die dich erfüllt, mit Menschen zusammen in die gleiche Richtung zu gucken und wirklich auch geile Connections zu haben, tiefgründige Connections, die so tief sind wie die Connection mit dir selbst. Oder du kannst keine deepen Connections haben mit anderen Menschen, wenn du selbst mit dir noch nicht deep gegangen bist. Und auch diese Angst vor Verurteilung, das einfach mal loszulassen, endlich mal mit sich selbst im Reinen zu sein, ein geiles Gefühl zu haben, Klarheit, keine innere Unruhe mehr. Wenn dich das catcht, wenn du das möchtest, schau dir mal die Seite an, lies dir das mal durch, bewirb dich bei uns. Wir haben ein geiles Team von Leuten, die dir hilft. Das sind alles meine Männer und Frauen, die das Mentoring selbst gemacht haben. Check it out, chainlesslife.com/mentoring. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung zu diesem Video. Check's ab, hol dir das Buch Homo Deus, wenn es dich noch ein bisschen genauer interessiert. Und lass mir auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Abonniere diesen Kanal, klick die Glocke an, damit du auch diesen unkonventionellen Content nicht mehr verpasst, weil wir reden hier nicht über 0815-Themen. Wir gehen ein bisschen deeper, wie du gemerkt hast. Alright, ich bin raus, besten Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Mischa. Peace out.